Hallo zusammen, guten Morgen und willkommen zurück hier wieder auf der Hof Bergmann. Organics Farming Projekt ist am Start und wir hatten ja gestern noch hier den Traktor mit dem Mähwerk bereit gemacht, weil wir hier auf der Wiese 16 Gras mähen wollten. Und ja, das machen wir, oder das lassen wir machen, besser gesagt. So, du machst hier und wir schauen mal weiter. Das war der Striegel, der kann zurück zum Hof. Das machen wir jetzt mal schnell. Und wir gucken jetzt einfach mal so eins nach dem anderen, was wir eben hier noch zu tun haben. Damit wir da einfach ja, weiterkommen. Sagt, der mäht mir das Gras, da das einsammeln werden wir auch automatisch machen später. Das sollte alles, denke ich mal, funktionieren. Oh ja, 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 nicht kippen. Ja, da kommt er. Ja, der wird jetzt gleich wieder hier oben hängen bleiben. Das kennen wir ja schon. Weil er da irgendwie nicht ums Eck rumkommt. Gucken wir uns gleich an. Erstmal müssten wir hier richtig reinkommen. So. Und Herr Kollege, bleiben Sie schon hängen? Ja, Sie kommen jetzt hier zurück. Ach, der bleibt hier an dem Baum hängen. Das ist es. Wird das jetzt irgendwie noch oder nicht so? Dann machen wir das so. Dann wickeln Sie jetzt am naheliegendsten Punkt und der ist jetzt geradeaus weiter. Komm. So, schwarz macht er perfekt. So. Käserei. Wie sieht's da aus? Wir haben hier irgendwie Milch abgeladen. Dann gucken wir mal. Hier läuft es. Wieso läuft die nicht? Anschalten. Jetzt hier auch einmal normale Milch. So, den stellen wir auch hier rüber. So, das heißt, hier sind wir auch so weit durch. Wir können. So, ich gehe den Schlauch jetzt nicht ab. Abschließen. Ich will aber den Schlauch abmachen. Ach so, jetzt. So, jetzt passt es. Gut. So, dann parken wir den Kollegen gleich mal. Immer schön Ordnung machen. Ah, wir gucken mal, wir könnten die Ballen, nicht die Ballen, die Big Bags hier verkaufen. Das wäre doch noch was. Wobei wir müssen gucken, wie der Preis ist. Wir wollen ja nur für guten Preis verkaufen. Das ist ja klar. So, das heißt, lass uns mal da reinschauen. Getreide getrocknet. Er ist am Steigen. Ne, dann verkaufen wir noch nicht. Ne. Sehe ich gar nicht ein. So, Grassilage. Nachladen. Ja gut, es ist jetzt zwar noch ein bisschen was drin, aber wir holen jetzt einfach Nachschub. Da holen wir einmal hier unten ein bisschen neues Grassilagenzeugs.
Ja, müssen halt gucken, dass die Silagetrommel da drüben einfach wieder frei wird, bevor wir da neues Zeug nachladen. Ich würde eigentlich da vorne reinfahren sollen. Also das hier über den engen Weg. Passt aber. Passt perfekt. Ist denn da eigentlich noch da? Ja, es wird wenig, es wird wirklich wenig. Wir müssen da Nachschub holen. So, was haben wir denn noch zu tun? Der steht hier. Der, den können wir auch mal hier ein bisschen parken. Der braucht 13 Minuten, das heißt, der ist auf jeden Fall morgen, ja, vielleicht schafft er sogar heute noch fertig. Na komm, dann lass uns mal hier ein bisschen aufräumen. Da steht der Ballenwagen hier rum, den können wir mal richtig wegstellen. Das hier weg. Das einmal, dann können wir den kleinen Anhänger, der hier steht, auch noch wegräumen. Können wir hier neben die Ballenpresse stellen. Dann haben wir das. Wo ist unser? So, hier ist immer voll. Also geht's wieder rüber zur BGA. Ja, in die Backstube müssen wir auch gleich mal reinschauen, wie es da denn aussieht. Das machen wir als nächstes, würde ich sagen. Das Ding zurückgeschoben. Backstube. Keine Brotteiglinge mehr. Oho. Beziehungsweise hier unten ist alles voll.
Ja, hier mal ein bisschen was tun. Aber ich will mal was testen. Wenn ich das Ding nehme, das. Ach, da passiert nichts, aber ich könnte das doch hier hinstellen. Dann muss ich da nicht so weit hin und her mit den Broten. So, wie voll sind wir? 100%, okay. So, jetzt gut, für die zwei lassen wir die da unten stehen. So, hier haben wir ja schon frische Teiglinge. Könnten aber den Ofen schon mal anmachen, damit der losbacken kann. Werden dann gleich noch mal ein bisschen Hackschnitzel nachschmeißen. Neues Brot ansetzen. Also neuen Teig. Es muss ja alles laufen. So, der letzte hier. Da Klappe zu, Klappe auf. Hier haben wir noch Hackschnitzel. Gehen wieder auf den Boden schmeißen. So, hier ist nichts drin. Das heißt, ein Schluck Wasser. Und Hefe. Dann haben wir alles. Maschine an. Ja, dann läuft das hier auch. So, jetzt lass uns mal gucken, wo kriegen wir denn Brot? Beim Familie Schröder. Da würde ich nämlich sagen, dass wir uns unser Ding hier schnappen, den Anhänger, den kleinen, und packen da schon mal die Brotkisten drauf. Dann werden wir mal demnächst ein Brot verkaufen fahren. Wir sollen ja nicht nur backen, es soll ja auch irgendwann mal zum Verkauf kommen, würde ich sagen. So. Vielleicht müsste ich für die Zukunft auch einfach die Brotkisten hier auch ein bisschen größer machen, damit wir hier nicht so viel hin und her schleppen müssen. Guck mal, die haben jetzt 480 Liter. Man könnte die ja, sagen wir mal, auch auf 1000 Liter hochsetzen. Dann hätten wir da einfach wesentlich mehr, was wir transportieren können in einer Box. Ich glaube, das werde ich mir mal angucken. Das müsste aber halten. Wie voll ist die jetzt hier? Die ist erst bei 25%. Ja, dann warten wir noch.
aus. Was haben wir hier eigentlich noch? Okay. Genau, lass uns mal gucken, ob wir noch Getreideschrot haben oben in der Kornmühle. Weil wenn wir... Oh ja, da ist noch. Servus. Servus, Getreideschrot. Ja, wenn wir demnächst uns auf die Ding stürzen wollen, auf die, na wie heißt das? Das, die Schweinezucht, dann müssen wir na klar auch Schweinefutter produzieren. Und das könnte man ja schon mal im Vorwege machen. Muss ich nur mal gucken, ich habe keine Ahnung, wo eigentlich unser Anhänger steht, aber ich glaube, steht ja nicht sogar noch hier beim Schweinefutter. Steht er da drin? Auch nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Da steht der, das kann sein, dass der bei der Getreidetrocknung drin ist. Das kann sein. Gut, dann müssen wir noch mal rüberfahren. Hier steht auch nicht so, wie es aussieht. Dann gucken wir noch mal rüber, ob der da steht, wo ich mir das jetzt so vorstelle. Aber fast richtig. Fast richtig. Und dann würde ich nämlich jetzt noch schnell den Getreideschrot holen und dann könnten wir eigentlich ja, morgen vielleicht ein bisschen Schweinefutter einfach noch herstellen. Muss man nur wieder gucken. Ich weiß nicht, wie das mit dem Verhältnis war, was wir da in die Produktion reinkippen müssen. Warte mal. Das sollte man vielleicht vorher anschauen. Wenn ich jetzt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es 1:1:3 ist. Also ein Teil Schrot, drei Teile was anderes. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier jetzt 10.000 holen und den Rest mit Kartoffeln voll machen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Werden wir, denke ich mal, morgen dann sehen. Wie gesagt, dann produzieren wir da einfach ein bisschen auf Vorrat das gute Zeug. Weil wenn wir die ganzen Ding verkaufen werden, das getrocknete Getreide, dann werden wir, denke ich mal, unseren Kredit zurückzahlen können. Und wir haben ja gesagt, wenn der eine Kredit zurückbezahlt ist, dann können wir einen neuen aufnehmen. Und dann würde ich nämlich die Schweinezucht uns holen. Das sollte dann sehr, sehr, sehr bald sein. Deswegen ja, müssen wir uns ranhalten. So, aber wir sind für den Moment erstmal fertig. Das heißt, morgen früh geht's ans Schweinefutter. Schaut gerne wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht es gut und tschüss.